So, ich frage mich, wie viele Videos ich jetzt machen muss, bis ich es endlich mal schaffe, das fertig zu machen und hochzuladen. So, Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ohayo, gozaimasu. Das ist japanisch und heißt so viel wie guten Morgen. Das heißt so viel, das heißt guten Morgen. Und ja, warum habe ich das gesagt? Es gibt heute ein paar Punkte, die ich mit euch durchgehen möchte. Bevor wir allerdings anfangen, kommen wir erst einmal zu dem Thema, das ich jetzt wieder vergessen habe, weil ich heute wieder super genial drauf bin und mir nichts aufgeschrieben habe. Zu dem Thema Challenge Times. Als allererstes mal vielen Dank für die bisherigen Einsendungen. Ich habe ja diese Woche ein Video hochgeladen, beziehungsweise gestern Abend habe ich das hochgeladen, in dem es dann um Challenge Times ging und da heißt es in eurer Lieblings-Mettler-Pose. Jetzt hat mir allerdings jemand ein Bild geschickt ohne Hose. Ich sagte in eurer Lieblingspose, nicht ohne Hose. Oh. War zensiert, ist okay, aber werde ich bestimmt nicht im Video bringen. Das wird mich mein Leben lang verfolgen. Bitte keine solchen Bilder schicken. Ihr braucht, also das ist dieses Mal keine Mal-Challenge, sondern einfach nur eine Poser-Challenge, sag ich jetzt mal. Einfach in eurer Lieblings-Mettler-Pose. Das kann die Faust in the Air heißen. Das kann die Manowar-Pose sein, das kann einfach nur die Gabel oder mehrere Gabeln sein. Wenn ihr Kumpels habt, könnt ihr zusammen mit euren Kumpels posieren, das ist auch in Ordnung. Bevor ich jetzt aber weitermache, eine letzte Sache zu dem Poser, zu dem Poser-Video, zu dem Thema, und zwar folgendes. Macht es bitte erst so. Bedenkt, ich werde diese Bilder auf Drachenlords, also auf dem Vlog zeigen am Sonntag, Samstag, Sonntag. Und man wird euch sehen. Das bedeutet, ihr müsst das wissen und entweder ihr müsst euer Gesicht verdecken. Da habe ich schon jemanden bekommen, der hat mir eine Pose geschickt. Sehr cool, danke. Hat sein Gesicht zensiert, ist in Ordnung. Und sowas solltet ihr machen, wenn ihr nicht erkannt werden wollt. So. Und jetzt, warum habe ich euch heute auf Japanisch guten Morgen gesagt? Vor allem, weil es schon Nacht ist. Eigentlich war dieses Video schon viel früher geplant heute, aber da ich die Nacht durchgemacht gehabt habe, habe ich relativ lange geschlafen vorhin, sogar bis 15 Uhr, was mich total überrascht hat. Und ja, um das Ganze jetzt kurz zusammenzufassen, es gibt eine Webseite, die nennt sich lachschon.de. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich diese Webseite nicht unterstützen werde, werde ich auch nicht. Aber ausnahmsweise, damit es halt hinterher heißt, ich würde irgendwie. Ich sehe genau kommen, wie das ausgeht. Das heißt am Ende dann, ich wäre total selbstsüchtig und so weiter, obwohl ich dafür nichts kann. Die Leute haben Videos von mir auf ihrer Seite gepostet und versucht mich damit zu unterstützen. Allerdings sind sie auch hergegangen und haben relativ beschissene Kommentare dazu geschrieben. Im Nachhinein versuchen sie die ganze Zeit so, sich so darzustellen, als wären sie Fans, keine Hater oder keine Disser oder sonst was. Gut, glaubt, was ihr wollt, ich kann euch das nicht glauben. Und wie auch immer. Zuallererst einmal, ich möchte mich entschuldigen bei allen auf dieser Seite, weil ich da ein bisschen, ja, abgefuckt bin am Dienst, dass ich da vorhin, ich bin da vorhin ein bisschen abgefuckt und habe da ein bisschen Scheiße gemacht. Ich habe mich dann da gelöscht, das ist allerdings keine Scheiße gewesen, das war Absicht. Aber ich habe da ein bisschen Scheiße gemacht, ich habe mich da ein bisschen daneben benommen, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war eigentlich keine Absicht, weil normalerweise bin ich viel toleranter, aber momentan mit dem ganzen Stress und alles, den ich habe. Das ist ein bisschen kompliziert. Wie auch immer. Auf jeden Fall, nachdem diese Leute mich mehrere Sachen verarscht haben mit den Videos und allem drum und dran, was mich an sich nicht interessiert. Und ja, ich weiß, dass ich das immer sage, aber trotzdem, es interessiert mich nicht. Was mich aber stört, ist, dass die das halt nicht nur mit mir machen, sondern auch mit anderen Leuten. Wenn jemand da drauf steht, sich verarschen zu lassen, bitteschön, das ist eine Sache. Wenn die aber hergehen und Leute verarschen, die das nicht wollen, ja, dann ist das meiner Meinung nach etwas, was man einfach nicht machen muss. Aber das begreifen diese Leute nicht. Und das ist das, was mich so ärgert. So, ich denke, das war jetzt erst einmal weit genug gesagt. Ansonsten wird diese Woche nicht viel kommen. Es wird diese Woche ein Video kommen zum Thema Abonnenten-Special 2013, also zu 300 Abonnenten. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt die Woche schaffe oder nicht. Dann wird der Vlog kommen und das war's dann die Woche. Mehr wird diese Woche nicht kommen. Zumindest ist nicht mehr geplant. Eine Sache möchte ich nochmal kurz loswerden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Witz war, ob das ein Fake war, ob das ernsthaft gemeint war, ob das wirklich passiert ist. Ich war ja nicht da. Und zwar wurde mir gesagt, dass auf Ragnarök mehrere Leute anscheinend rumgebrüllt haben. Metal-Leute und Servus und was weiß ich.
Und dann denke ich mir halt, ja, das hört sich für mich sehr unrealistisch an. Falls ihr auf Ragnarök wart, das bringt mir natürlich im Endeffekt auch nichts, weil ich nicht nachvollziehen kann, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber falls ihr auf Ragnarök wart und das wirklich der Fall war, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Ansonsten, ja, das war es eigentlich soweit von mir. Am Sonntag, das habe ich schon im Vlog gesagt, das sage ich hier nochmal, am Sonntag ist in der Rockfabrik in Nürnberg eine Band, nennt sich Blutengel, eine meiner Lieblingsbands. Und ja, ich bin leider nicht da, weil ich die Kohle nicht habe, aber wir werden sehen. Irgendwann treffen wir uns auf jeden Fall irgendwo mal. Challenge hin und her, haben wir jetzt ja gesagt. Falls ihr Ideen für Challenges habt, das aber bitte erst im Vlog dann. Das werde ich da auch nochmal sagen. Schreibt mir in die Kommentare eure Ideen für zukünftige Challenge Times. Aber bitte, wie gesagt, auf dem Vlog-Video. Dann werde ich in Zukunft mal schauen, ob ich da ein paar Challenges jede Woche mache. Eine. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Metal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Drachenlords. Haut rein. Ciao, Leute.